Nun ist aber, wenn man nicht, und das glaube ich, kann man Deutschland nicht nochmal zumuten, davon ausgeht, dass Schwarz-Rot noch einmal eine Chance hat, davon auszugehen, dass in welcher Konstellation auch immer, und das spricht eben einiges dafür, dass es dann eher die Ampel wird, davon auszugehen, dass Grüne und FDP zusammen regieren werden. Da beißt die Maus ja nun mal keinen Faden ab. Klar, wir hätten uns auch eine Regierung mit der SPD und Grünen vorstellen können, aber ist so nicht gekommen. Und deswegen haben wir gestern Abend immer betont, und das ist wichtig zu verstehen, dass Rot-Grün zwar eine gewisse politische Nähe hat, aber die Ampel nicht Rot-Grün plus ein bisschen gelben Kitt ist, weil die Zahlen einfach nicht reichen, sondern eine Ampel, und das würde respektiv auch für Jamaika gelten, folgt einer komplett eigenen neuen Logik. Jede Partei muss das Bündnis aus sich selbst heraustragen. Aber hey, es kann was Neues entstehen. Deutschland, hallo, schlaft ihr noch? Es kann was Neues entstehen. Ist ja eigentlich eine coole Situation. Also vielleicht mit dem Spirit da reinzugehen, kann ja auch eine Energie freisetzen, und auf die setzen wir. Thanks for watching Bloomberg Quick Take Now. Subscribe to our channel to see the biggest stories the moment they happen from around the world, and tune in to our 24/7 live stream for global news coverage, interviews, deep dives, shows, and documentaries on the stories you care about.